Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer Runde Ready or Not mit dem Headless Chris. Grüß dich. Einen wunderschönen Hi. Ja, und wir sind nicht eingebildet oder so, ne? Deswegen, wir haben uns einfach nur mal umgedreht schon mal, um mal schon ein bisschen die Stadt anzugucken hier, weil da hinten, ihr seht, da ist ein Einsatz, ne? Und deswegen müssen wir alles im Auge behalten. Und ja, wir haben gedacht, wir nehmen euch heute mal wieder eine Runde mit, bevor es dann wieder mit Star Citizen losgeht. Am Dienstag geht es nämlich wieder los, ne? Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann gibt es wieder Dienstag, Donnerstag und Sonntag eine Folge. Und die Verse News gibt es dann wieder, wenn es was zu berichten gibt. Aber heute gehen wir nochmal in diesen fantastischen taktischen Shooter rein und werden wahrscheinlich, korrigier mich da, Chris, ordentlich auf die Mütze kriegen. Möglicherweise, aber ja. Ich sag mal so, ja. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir das können stimmt. Es nur besser machen. Das stimmt, genau. Wir schauen einfach mal, was so läuft. So, ich gehe rein in den Mehrspieler und ja. Du joinst mir dann einfach hinterher, würde ich sagen. So sieht's aus. So, ja, wenn ihr noch mehr von diesem Spiel sehen wollt, dann könnt ihr auch noch mal in meinen letzten Livestream gucken. Da haben wir das in der größeren Runde gemacht. Ich glaube, da waren wir 5, ne? Ja. Und haben dann so mal ordentlich im Squad gekämpft, was natürlich viel besser ist, ne? Wir sind ja heute nur zu zweit unterwegs. Und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen schwerer, weil die NPCs hier sind wirklich, wirklich, wirklich knallhart. Ja. So, da ist er. Aufgepasst. Moin. Und tot, genau. Ich sehe schon, der Headless Chris hat zwischendurch mal wieder gespielt. Nein, hat wieso? Er nicht? Achso, ich dachte, ach nee, ach, du hattest das Schild gar nicht mehr. Das war von den anderen Einsatz, glaube ich, ne? Richtig, wir hatten ja jetzt das College. Genau, und das machen wir heute nämlich wieder, denn das College haben wir noch nicht geschafft. Das ist sauschwer, obwohl es nur 4 Gegner sind. Und das Ergebnis oder der Auftrag des College ist es, wir müssen Geiseln befreien. Sie dürfen möglichst nicht erschossen werden durch uns oder auch durch die Geiselnehmer. Und wir müssen 2 Bomben entschärfen in einer gewissen Zeit und uns dabei nicht erschießen lassen. Also, ihr seht, keine leichte Aufgabe. Genau, der Auftrag ist nämlich ein Amoklauf, findet statt in einem College. Genau. Wie hießen die nochmal? Weißt du das noch? Tödliche Besessenheit? Nee. Elefant oder sowas. Elefant, ja genau, hier ist es. So, ich nehme an, wir nehmen wieder den südlichen Eingang. Oder wollen wir. Ne, wir nehmen den südlichen, ne? Ja. So, da ist er. Zack, nehmen wir beide an. Ich würde die erste Runde übernehmen. Bitte. Ne, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab mit Kommandos geben, ne, damit wir das Ganze auch trainieren. Wir werden in Zukunft auch für die Yellow Hand Security hier in diesem Spiel etwas für uns trainieren, weil für Taktik ist das hier wirklich perfekt. Und das kann man 1:1 in Star Citizen übernehmen. Klar. Bei Star Citizen gibt es keine Rauchgranaten, zumindest noch nicht. Macht bei Helm natürlich auch nicht so viel Sinn. Und auch keine Türstopper und so was alles. Aber darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um die strategische Fortbewegung im Team, um die Kommunikation. Und das werden wir hier üben. Abdecken, ne? Genau. So, vorrücken. So, wir nehmen hier den linken Eingang. Und gehen rein. So, ich mach die auf, du gehst rein. Oh, Tür offen. Alles klar. Tür das nach draußen. Das mal richtig gut. So, rechte Tür keilen bitte. Auf der rechten Seite befindet sich die Bibliothek. Möglicher Kontakt. Ich werde in der Zeit hier mein... Nein, nicht aufmachen. Mein Dingsbumsi hier nutzen. Meine Optiwand. So, mal reinspähen. Hier steht auf jeden Fall eine Geisel drin. Linke Tür ist offen. Ja. Ich mach dir die linke auf, du gehst durch und los geht's. Oh. Oh, die Tür ist offen, ja? Ja, ja, genau, meine ich ja. Kümmer dich darum, guck mal, ich kümmere mich um die Geisel. Slowly. Turn around, don't get up. Turn around, keep your hands up. Ja, man, schon turn around schon. So. Einmal fesseln, ein bisschen grob anfassen, das gehört dazu. Civilian secured. Talk to element. So, dann weiter vorrücken. Ja. Great work. Keep going. Vorsichtig, hier ist eine sehr tricky Stelle, denn hier haben wir einen sehr großen offenen Raum. Links haben wir 2 Treppenaufgänge. Mhm. Rechts die Bibliothek. Bibliothektür ist zu oder auf? Zu. Okay, deck mich ab, ich keil die Tür. Ja, ja, ja. Habe ich überhaupt Keile? Ich glaube, ich habe gar keine Keile. Ja. Du musst keilen. Doch, du hast keine Keile? Ich habe Keile? Meiner Meinung nach schon. Nee, er sagt, ich habe keine. Okay, dann mach keil das. Du, okay. Ich sicher.
Alles klar, wird kalt. So, ich höre was. Ja. Ich höre auch Piepsen. Das heißt, eine Bombe entweder so unten. Ja, lass uns die gleich machen, oder? Ich checke kurz hier den... unten sieht sauber aus. Wir machen erstmal oben weiter. Oh, oh. Oh, da hat was geschossen. Kam das aus der Bibliothek, oder? Nee, das kam von rechts. Ich glaube, das... Es kam hier aus diesem, aus dem, na sag schon, Treppengelände. Ist die da sicher? Aus, ja, irgendwie schon. Nee, dann würde die aber hier, glaube ich, nee, das kam aus der Bibliothek. Ich glaube, wir checken die mal ganz kurz. Ja, check die mal. Ich höre jemanden, da ist er. Komme. Wo ist er? Gib mir mal ein bisschen genauer. Achso, direkt, ich habe mich schon erschossen. Achso. Schon erschossen, ja, der kam die Treppe hoch. Okay. Dann bitte weiterhin abdecken. Ich check ja kurz die Bibliothek. Alles klar. Ja. Hört sich so an, ne? Als wenn da jemand drin ist, ne? Da sind Geiseln, aber die scheinen eher in Alarmbereitschaft zu sein. Da denke ich mal, wird keiner drin sein. Deswegen mache ich mich mal auf den Weg. Ja. Und werde mal kurz die Bibliothek sichern. Ja. Oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist ja aus dem Vorlesungsraum. Ja, Vorlesungsraum. Ja, irgendwo so. Bin sofort bei dir. Mhm. Put your hands up. I'll take my chances. I have to cuff you for our safety. We got split up. Leave the top. Nimmst du die gleich fest, ja, aber? Hab ich gemacht, ja. Talk to high ground. So, bin bei dir. Roger. Trailer's inbound. Und vorrücken. Okay. Lass mal den erstmal unten. Melden wir den jetzt oder nicht? Welchen melden wir? Den abgeschossenen. Hast du den noch nicht gemeldet? Achso, der liegt unten. Den lassen wir erstmal, würde ich sagen. Wir ja, checken okay, erstmal hier ganz kurz. Ja. Ja. So, ich, ja, da drinnen geht's ab. Da ist eine Geisel. Ja. Die hat auch die Hände hoch. Das heißt, ja, dahinter steht einer. Alles klar, ich mach die Stinger bereit, ne? Ja. Oh, steht da links oder rechts? Oh, hat er den jetzt erschossen? Warte mal. Offensichtlich, ja. Tatsache! Die Ratte, Alter! So, ich mach dir die linke Tür auf. Die linke und wohin soll ich schießen? Nach rechts. Alles klar, gut, so, bin bereit. 3, 2, 1, los. Und rein. Sehr gut. Ich deck dich weiterhin ab. Ja. Wo ist deine blöde Waffe? Die Waffe, die ist hier. Ah, super, wunderbar. So, ja, leider hat er hier wirklich ein paar Geiseln erschossen. Aber der scheint noch zu leben hier auf jeden Fall. Ich sicher den Flur noch ab. Ja, ja, da bist du. Okay. Mach hier erstmal ganz kurz zu. Mhm. Hast du hier alles soweit ready gemacht? Ja, ja. Geisel, genau, ja, den haben wir auch. Sehr gut. Gut, du sagst, es piept irgendwo, oder? Ja. Ich muss nachladen. Ja. Vorsicht. Also, nachladen den Stinger. Okay, alles klar, gut. Also ich höre hier nämlich nichts piepen. Warte mal, dann bleib mal stehen, dann hörst du es auch. Nee, ich höre nichts. Komm mal hier zu mir, direkt. Warte mal, ich bewege mich ja mal nicht. Ah, vielleicht unten, komm, wir gucken mal. Genau, lass uns mal gucken. Mal hier. So, sicher mal ganz kurz die, ja, ja. Den Attentäter. Leave the dock. So, da hinten sind Geiseln. Talk to entry team. Ja, wo ist seine und Waffe? Ich hab die Bombe, die ist hier. Wunderbar, warte mal, dann komme ich runter. Ja. Hast du ihn, oder? Ja. Seine Waffe auch? Ja. Sehr gut. Genau, kannst ja noch dann kurz bestätigen. Also wenn du die Waffe hast, kurz sagen, Waffe gesichert, alles Geisel klar, gesichert, ja, damit ich einfach Bescheid ja weiß und nicht nachfragen ja muss. Ja, ist vollkommen so, richtig. Soll ich die Bombe... Ja, bitte. So, fange an zu entschärfen. Ja. So, das ist die erste übrigens. Da müssen wir noch eine zweite von finden. Naja, ist echt gut gehört. Also ich habe die nicht gehört. Das ist ein super Gehör. Mhm. Man nennt mich auch den Fuchs. So, dann crosse ich hier kurz. Werde mich hier um die Geiseln kümmern. Ich denke mal, hier wird kein Geiselnehmer sein. Sonst würden ja die... Ich sicher weiterhin den Gang ab. Mein Schuh, turn around. Stay here, stay calm. So,
Also man macht natürlich Krach, ne, wenn die hier rumrennen. Das heißt, die können da irgendwo kommen. So, er hat schon gleich... Roger, Entry Team. Great work. Keep going. Don't move. Stay put. Aber unser Ziel sollte es sein, erstmal die Bombe zu finden. Ich würde gerne hier reingehen mal, in die Küche kurz. Ja, mach das. Meinst du, da ist die Bombe? Nein, aber vielleicht eventuell noch. Ah, siehst du, hier haben wir nämlich einen. Ah, siehst du? Zivilien. Ja, wir sollten uns vielleicht um die Zivilien später kümmern. Genau. Nur die jetzt, die auf dem Weg sind. Komm, dann gehen wir hier rechts weiter. Ja. So, mich. Oh, warte! Ja, was? Ich dachte, ich hätte wieder eine Bombe gehört. Ich check kurz hier die Toilette. Ja, ja. Toilette ist sauber. Okay. Gehen wir rein, oder? Wir gehen nicht rein, nee. Checke die nächste Toilette. So, Toilette ist sauber. Mhm. Weiter geht's. So, wir sind jetzt natürlich unten, ne? Ich glaube, ich würde lieber oben lang gehen. Komm, lass uns mal zurückgehen. Klar, gut. Ne, und ihr müsst hier aufpassen, die können jederzeit dann jetzt auch hier sein, ne? Also das ist nicht, weil ihr was gesäubert habt, dass das dann safe ist. Ne, denk auch immer dran, nach hinten abzudecken, machst du, ne? Sehr gut. Machst du gerade die ganze Zeit, sehr ja. Sehr gut. Guter Mann! Ja, wir haben ja schon ein paar Runden zusammen gespielt. Aber ich finde das wirklich gut, dass man halt, man kann halt üben, ne? Ja, ja, total super. Richtig geil. So, warte mal, ich gehe mal hier rein. Ja. Und werde erstmal hier die Chance nutzen, in den Raum zu gucken. Du kannst aber draußen auf der linken Seite bleiben. Ich bin schon da. Okay, genau. Du kannst schon vorrücken. Ja. Bomb timer is approaching zero. Hurry, Entry Team. So, ich werde hier rechts den Raum kurz sichern. Ja, ich gucke derweil auf die grüne Tür. Keine Geisel, kein Kontakt. Dann rücken wir weiter zur grünen Tür. Vielleicht langsam, nicht zu viel Lärm machen. Talk reporting. Bomb timer is approaching zero. Hurry, Entry Team. So, kein Kontakt. Ich mach die linke Tür auf, du stingerst hinten in diese Nische rein. Welche Nische denn? Die siehst du schon. Links ist doch okay. So ein Gang, so eine Nische. Musst dich aber hier hinstellen. Okay, du machst die linke Tür auf, ja? Genau, die linke Tür. So. Okay. 1, 2, 3, los. Oh, ist abgeschlossen. Verdammt, dann hau ich sie, dann trete ich sie ein. Ja. So. Oh! Was war das denn? Das war die Bombe. Boah, jetzt schon! Alter, da müssen wir viel mehr Gas geben. Alter, das geht ja ruckzuck. Doch, dann lass uns wirklich erstmal. Wir müssen da durchrushen. Wir dürfen uns, glaube ich, noch gar nicht um die Geiseln kümmern. Nein. Wir müssen wirklich die Bomben finden und alles, was uns auf dem Weg begegnet, müssen wir platt machen. Ja. Ne? Ja, Freunde, seht ihr, ne? So ist das. Alter, hab ich mich verjagt. Ja, ich aber auch, glaub mir das. Vor allem, weil ich gerade die Türklinke gedrückt habe. Ich dachte in dem Moment so, was hast du denn für einen Alarm gemacht beim Auftreten? Ja, oh, man hätte jetzt auch sagen können, dass es vielleicht eine Tür, so ein Türding war, aber die gibt's hier nicht. Nee. So, man kann hier halt auch leider nicht rennen, ne? Das ist halt das, man kann die Waffe sinken, das geht. So, wir gehen rein, jetzt keine Zeit verlieren hier. Bist du? Ja. Geh weiter oben. Genau. So, diesmal verkeilen wir die linke Tür nicht, sondern ich gucke erstmal direkt runter. Ja, die andere Tür ist offen, die linke. Ja, bitte einmal absichern. Mhm. So, ja, ich höre was. Ich könnte mir vorstellen, in der Bibliothek oder hier im äußeren Bereich. Also ich habe jetzt gerade die Geisel... Ach, das warst du. Du hast geschrien. Okay. Genau, ja, ja. Ich habe die darum gebeten, sich hinzusetzen. Die können wir gleich mitnehmen, weil die ist jetzt auf dem Weg. So, einmal auf die linke Seite positionieren. Ja. Stinger ausrüsten. Ja. Und bei Sicht schießen. 3, 2, 1, los. Ist abgeschlossen. Ich kicke. Reingehen.
Kontakt, oder? Nee. Achso, ich dachte. So, mich einmal kurz abdecken. Ja. Ich deck die Stadtmaus ab. Hier kommen Geiseln raus. So, hier scheint aber keiner zu sein. Sonst hätten die sich anders verhalten. Ja. So, gut. Dann gehen wir erstmal weiter nach unten durch. Ja. Ich werde die Dinger kurz nachladen. Mhm. Aber nimm lieber erstmal jetzt wieder die andere Waffe in die Hand. Ja, nee, das ist klar. Ich wollte muss nachladen, damit ich dann nachher... Genau, ich gehe rüber auf die andere Treppe. Ja. Und runter. Linker Gang frei, keine Bombe in Sicht. Und erstmal geradeaus weiter vorrücken. Frei. Na, warte kurz, ich checke das kurz. Ja. Ah, hier ist der Treppenaufgang. Das ist draußen hier, glaube ich. Genau. Ich höre was im Vorlesungsraum. Mhm, alles klar. Ich check kurz hier. Mhm. Ah ja, okay, da höre ich auch mit Fuck you und sowas. Also ich gehe mal davon aus, dass da Leute sind. Okay, kurz hier checken. Och, wieder hier. Alles abgeschlossen. Na gut, du bleibst hier, ne? Dann würde ich sagen, los geht's. Macht so ein bisschen Sorgen, dass wir noch keine Bombe gefunden haben. Ja, mir auch. Hier tatsächlich auch. Hier ist Toilette. Sollten wir für den Vorlesungsraum nach oben gehen, oder? Ja, das wäre Highground, ne? Wir haben da definitiv, aber wir können ja hier hinten die Treppe hochgehen. Hier ist die Bombe, ich habe eine Bombe. Ja, perfekt. Ich bin tot. Ah, du musst, wenn du musst sofort zurückziehen, ne? Versuch nicht zu schießen. Hast du getan, okay. Verdammt, er steht rechts um die Ecke. Bei der Bombe quasi, in dem Gang, kurz vor der Tür, weißt du, was ich meine? Die du aufmachen würdest, genau dahinter. Oha. Ja, hab ihn. Hm, wunderbar. Aber nimmst du natürlich nichts, ne? Wollen wir gleich nochmal starten, oder? Ja, bitte. Ja, man muss dazu sagen, dass man das, wie gesagt, eigentlich zu viert oder zu fünft macht. Na? Ja, wir müssen uns, glaube ich, wirklich angewöhnen, nicht um die Ecke zu laufen, sondern erstmal um die Ecke zu gucken. Ich hab gepiekt. Ach, du hast? Das war's, ja. Ja. Crazy. Ja, ihr seht, ne, die NPCs, die sind wirklich bissig. Also die, das ist nicht hier so von wegen so, ach ja, ich guck erst mal oder so. Die sind da wirklich knallerhart. Aber das ist auch geil so, finde ich. Man hat gemerkt, dass der uns gehört hat, weil der hat in die Richtung gezielt. Ne? Ja. Es ging alles sehr schnell. Zwei Kugeln und ich war wirklich down. Wir haben halt nur leider bei der Mission keine Zeit, zumindest nicht zu zweit, hier lange zu schleichen und so. Sondern das muss wirklich... Ach Mensch, mach doch da jetzt... Nicht aufgekriegt. Immer noch nicht. Okay, rein. Okay. Tür ist zu. Jo, weiter vorrücken. Läufst du, oder? Chris? Oh Gott. Ja, oben bei uns. Oh, Captain Diesink? Ja, hast du aber wirklich. Hier oben ist einer an der Treppe. Wo da? Ist einer. Ja, das habe ich gerade gesehen, bevor ich wieder nach unten ein Gegner oder ein... Ein Gegner, genau. Einer mit einem gelben Hemd. Oh ja, Tatsache! Oh, Alter! Hast du? Ja, Alter, habe ich mich verjagt. Boah, hab ich verjagt. Aber ich echt nicht mit gerechnet habe. So, komm, sicher den kurz. Ich geh mal weiter. Ja. Boah, Alter, ey. Da bist du aber auch. Da springst du aber auch, ne? Ja. Bin schon leicht verletzt, aber nicht schlimm. Klappe jetzt. So, dann einmal links positionieren. Jawohl. Sag Bescheid. Ja. Und los. Oh, auch abgeschlossen. Das gibt's doch wohl nicht hier. Alle Türen abgeschlossen. Mach die aus hier. So, vorrücken. Vorsichtig. Erst lehnen, erst gucken.
Ah, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, ja. Wieder einmal absichern. Ich gehe in die Bibliothek. Ja. Wird, aber das wird ja wahrscheinlich einer aus der Bibliothek gewesen sein, vermute ich mal, der hier durchgelaufen ist. Ah, krasse. Erste Leasing, ne? Hätte ich nicht gedacht. So, dann gehen wir erstmal weiter jetzt diesmal oben lang. Ja. Oh. Ah, ich denke mal, der wird wieder hier sein. Ich. Ja, Alter, hat er die Geisel erschossen. Die Sau. Gerade eben noch, ne? One suspect down, requesting immediate medical. Aber der lebt noch. We have a civilian down. So, da unten ist auch noch eine Geisel. Hörst du was piepen? Nein, achso, nee, ich höre nichts. Ich höre nur was schreien. Okay, alles klar. So, dann gehen wir hier weiter. Einmal von hinten nach hinten abdecken, bitte. Ja, natürlich. Tür da hinten ist offen. Bitte einmal mich abdecken. Oh, schon wieder einer am Schießen hier. Was ist denn los mit denen? Da drin ist, der schreit aber ordentlich. Ja, das muss aber hier unten irgendwo sein. Muss irgendwo hier unten sein. Hier ist der Officer. Also der ist hier definitiv hier oben drin. Ich höre es direkt neben mir. Oben? Ja, nee, hier ist er drin. Bitte hier einmal Stinger vorbereiten. Und dann links in den Raum. Nicht ganz links, aber so schräg links. So. Also 10 Uhr so. Und 3, 2, 1, los geht's. Warte, nee, warte. 3, 2, 1, los. Ich hör was. Hau rein. Oh, was machst du denn? Du kannst doch nicht einfach den Befehl hier... Ich hab hinter uns Leute gehört. Ich wollte nicht, dass wir uns Rücken schießen. Ja, aber trotzdem. Ich bin noch mitten in oh, Alter, ein Glück war der weg. Der ist abgehauen. Ich hab ihn richtig gehört, wie er hinter uns lief. Ich dachte mir, der schießt uns jetzt im Rücken. Nee, da war hier drin einer. Alter, der ist echt abgehauen, ne? Der war hier drin, krass. Glaub ich dir. Wo ist denn jetzt hin? Weiß ich nicht, ich denke, der ist hier durch die Tür, durch die hier. Die. Da bin ich ja reingekommen. Ja, dann wird er hier, guck mal, der wird hier lang gelaufen sein. Hier lang. Und dann wird er hier rumgegangen sein. Der wird hier das Treppenhaus weitergegangen sein. Quatsch, die Gänge hier. Da würde ich meinen Hintern drauf verwetten. Aha. Wir haben übrigens immer noch keine Bombe gefunden, ne? Nee. Ah, es ist zu zweit echt tricky, ne? Komm, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach links. Nach links? Hier? Ja, genau. Hier ist auch keine Bombe. Mensch, gibt's doch nicht. Gang ist frei. Ja. Toilette, check ich kurz. Oh ja, da war einer. Alter, ey, den habe ich noch nicht mal gesehen, Alter. Oh, ey, das ist so krass. Ja, dann gleich nochmal, wa? Ja. Boah, Alter. Das ist so krass, ey. Setzt einen wirklich unter Druck. Ja, das ist echt. Vor allen Dingen, man kann sich, wenn man sich wenigstens Zeit lassen könnte, ja, dann könnte man ja sagen, komm, ganz entspannt, einfach alles aussneaken und sowas alles. Aber du musst dich ja beeilen. Ich meine, wenn du alle Bomben hast, ne, dann kannst du dir Zeit lassen. Dann kannst du ruhig machen, ja. Ja, das ist echt. So, los geht's. Und ich hoffe, diesmal sind nicht alle Türen abgeschlossen, ey. Die schießen schon wieder. Das ist doch echt, also, Wahnsinn. Auch an die Zuschauer, wir wissen, dass wir noch nicht alles richtig machen. Ne? Ganz wichtig, ja. Weil gibt es ja immer die, dann sagen, ja, ihr macht das falsch und so. Genau. Das ist vollkommen richtig, aber wie gesagt, so. Das Spiel spielen wir seit nicht erst. Los geht's. Vielleicht sollten wir aber trotzdem in den Schleichmodus gehen. Einfach nur, damit okay, also, die vielleicht. Ne? Wir sind dann zwar einen Tick langsamer, aber vielleicht hören die uns dann nicht so und schießen dann euch die Geiseln tot. Weißt du, was ich meine? Treppenhaus, so, hier steht eine Geisel.
Die hintere Tür ist offen. Alles klar, dann Geisel einmal in Gewahrsam nehmen. Ich check den hinteren Bereich schon. Und die rechte Tür bitte einmal verkeilen. Ja, okay, mal wieder weiter gleich. Okay, nehme Geisel fest. Ich checke mal den Raum hier in der Zeit. So, sie ist fertig. Sie ist gesichert. Niemand in Sicht hier. Auch keine Bombe. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. So, linke Seite, genau. Ich mache auf. Ja. Ist natürlich wieder abgeschlossen. Diesmal werde ich aber picken, natürlich, weil damit wir einfach nicht so einen Krach machen. Ja. So, los geht's. 3, 2, 1. Einmal Treppe und Gang absichern, bitte. Ich ja. Keile die Bibliothek oder guck erstmal in die Bibliothek. Gang ist sicher. Ja, es kann sein, dass wer drin ist. Es wird auf jeden Fall die Hand gehoben da drin. Ja, ist einer drin. Alter, komm raus! Alter, krass. Ja. Aber wie hat der uns jetzt gehört? Ja, ich bin aber tot. Wie hat der uns denn jetzt gehört? Das verstehe ich nicht. Ja, der wird einfach so rausgegangen. Der wird einfach rausgegangen sein. Nee, der ist rausgerannt wie ein Irrer. Okay, na dann. Also, du bist auch geschlichen, oder? Ich bin geschlichen, ja. Okay, ist ja strange. Ja, ist strange. Okay, dann nochmal. Mhm. Ja, man erkennt mich ganz gut, wenn da drinnen die Geisel die Hände hebt, ja? Mhm. Und irgendwie was mit Hilfe sagt und so, dann ist halt das Potenzial, dass da halt Geiselnehmer drinnen sind, schon relativ groß. Ja, sonst reagieren sie und sind die anders drauf. So, ich würde sagen, mach du mal Kommando, oder? Ja, alles klar. Okay. Dann vorrücken. Oh, das war bei uns hier. Das ist, glaube ich, immer hier an der Stelle. Okay. Ich öffne die Tür, du gehst rein? Ja. Du musst aus dem Weg gehen, sonst kann ich... Ja. Nee, ich wollte die Tür richtig aufmachen für dich. Obergang frei. Ich gehe weiter, rücke weiter vor. Bitte einmal unter die rechte Tür schauen. Ja. Ich sicher nach hinten ab. Ich würde sagen, wir gehen wieder in den Schleichmodus. Mhm. Ja, Geisel mit erhobenen Händen in diesem Raum. Dann keile ich erstmal. Deswegen ist potenziell wahrscheinlich einer drinne. Ich würde mal, ja genau, keil mal. Mhm. Ich habe da keine Keile. Tür offen, auch Hände gehoben. Mhm. Ja, ich würde sagen, mach mal einen Stinger. Achso, du bist ja der. Ja, ist vollkommen richtig. Ich würde dir die linke Tür mal aufmachen. Ich werde den Stinger oben gegen die Wand schießen, dann prallt das ab. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich mache trotzdem die linke Tür auf, oder? Kannst du machen, musst du aber nicht tatsächlich. Ich hab freie Schussfeld. Kommst du dann nicht durch den. Dann ist der Winkel doch besser, oder? Ja, okay, dann mach auf. Ja, ist er. Sehr gut. So, bitte einmal Gang und Dings absichern. Ich, ja, in der Sicherheit. Alter, das ist so krass. Ey, voll, ich sehe die nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist so krass. Ah, links, klar. Wenn ich wenigstens so eine Millisekunde sehen würde, wo das herkommt, ne? Wo war denn der jetzt? Wo stand denn der? Hinterm Bücherregal. Alter. Ja, alles klar. Lecco mio, ey. Gut. Wahnsinn. Aber das mit der Stinger war super. Das war, hat gesessen. Ja. Ja, aber man erkennt wirklich anhand der Geisel, ob da was ist. Ne? Ja. Weil wenn die wirklich die Hände heben, dann weißt du, alles klar, da ist was. Gefahr im Verzug. So, los geht's. This is Talk. Talk to Element. Negotiations have failed with the active shooter. Make entry and clear the area. Gleiche Aktion, oder? Ja, gleiche Aktion. Ich mach auf die Tür. Ja. Ich gehe in Schleichmodus. Mhm. Vorgang ist bereit. Geh weiter hoch.
Ja, ne? Aber hier zum Beispiel stand auch nie einer vorher, ne? Nee, na, bis auf den... Ja, meine ich ja, ne? Da steht dann doch irgendwann mal einer. Das ist nämlich auch das Coole, dass hier nichts ist wie vorher, ne? Das ist wirklich krass. Tür hinten ist auf. Ja. Ich schau hier durch. Keine Geiseln in Sicht. Soll aber nichts heißen. Trotzdem verkeilen, ne, oder? Ich verkeile definitiv. Ich habe keinen Bock, dass sie unseren Rücken fallen. Ja. Verkeilt. Sehr gut. So, ich check hier die Lage. Mhm. Auch niemand in Sicht, auch keine Bombe. Ich mach auf. Mhm. Ist abgeschlossen, dann pick ich. Ja. Na, komm. Na. So, dann 3, 2, 1. Drei. Gut, dann Gang und Treppe absichern. Ja, check die Bibliothek. Ja, keine Geiseln. Nichts scheint komplett leer zu sein. Und doch, da ist was. Da hinten sehe ich was. Aber ist nur eine Geisel in Vorsicht. Also hier ist keiner drin. Ja, Vorsicht, ich höre jemand laufen. Wo? Die Treppe. Treppe, alles klar. Ich geh auf die Seite. Hast du? Ich glaube schon, ja. Warte, ich gucke. Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Tot. Trotzdem erstmal Linus. Wir gehen erstmal runter. Achso, du meinst, ich, ja, man muss erstmal aus dem Kommando wieder raus. Ist richtig. Bitte, ich sichere dich. Bitte einmal den Kollegen sichern. Also, Kollegen festnehmen. Lead the talk. Suspect is deceased. Requesting trailers. Ist ganz cool, dass man nicht unbedingt aus der Deckung raus muss, ne, um den zu sichern. Ja. Kann man auch ein bisschen von der Entfernung aus machen. Wollen wir dann erstmal oben weiter, oder was? Erstmal wieder oben, genau. Okay. Alles klar, ich höre Stimmen sie. Von rechts, ja. Ich gucke erstmal hier nach Blutspuren rein. Ich weiß gar nicht, ob die Blutspuren irgendwas zu bedeuten haben. Ich glaube nicht. Ja, rechts ist jemand, aber der ist nur in. What do I do? In Haltung. Kann aber sein, dass trotzdem wer im Dings ist. Ich würde sagen, rein und dann rechts. Ich mach auf. Ja, ist bestimmt die Aula. Los. Wir müssen uns beeilen, glaube ich. Decke nach rechts ab, oder nach links. Ich gehe nach rechts. Hoppala. Aula ist safe scheinbar. Okay, dann kam das woanders her. Da müssen wir... Ich höre auch keine Bombe. Okay, lass es mal erstmal durch. Nimm den mal fest schnell, wenn er jetzt schon hier so steht. Stay here. Sorry, bro. Wunderbar. Leave the talk. Ich gehe raus und gehe gleich nach rechts. Ich gehe gerade durch und guck durch die Tür. Copy. Move on. Bereich ist frei, aber ich glaube, unten werden Geiseln genommen. Hm, ja, genau. Ich glaube, unten im Hausflur. Grüne Tür ist zu. Ich check kurz das Ding hier. Ja. Damit uns nichts von hinten erwischt hier. Alles klar, alles bereit. Jetzt irgendwo eine Tür aufgegangen? Hast du gehört? Nee. Dürfte aber nicht. Hinter uns. Ja, komm aber in Sicherheit, dass du... Dann ist der wahrscheinlich jetzt in der Aula, wa? Ja, der ist in der Aula jetzt. Ja, der ist in der Aula. Dann los. Deckt geradeaus ab, ich gehe hier rein. Ja. Hä? Hier ist keiner. Unten ist die Tür aufgegangen. Ja, ja, unten ist die Tür, unten links. Aber das ist mir zu riskant, da durch diese kleine Tür zu gehen, weißt du? Ist richtig. Komm, wir werden zurück. Ja.
Erstmal die grüne Tür checken oder erstmal runter? Einmal bitte die grüne Tür. Ja, oder so. Weil ich hätte gesagt, grüne Tür. Unten ist ja auf jeden Fall einer. Nicht, dass der uns in den Rücken fällt, das wäre echt ärgerlich. Ja. Ah, da ist der Sicherheitsmann, der zweite. Den hat er wahrscheinlich erledigt. Den brauchst du bloß einmal an. Nee, der andere, da vorne meine ich. Ach so, ja. Lead the dock. Civilian is in need of medical attention. Ja, ja. Talk to entry team. Copy. Ah, sie sind in der blauen Tür hier rechts. Da sind die? Ich glaube, es hört sich so an, ja. Stimmt. Aber hinter uns könnte auch jederzeit einer kommen. Deck mich mal nach hinten ab, bitte. Ja, mach ich. Dann check ich erstmal. Nee, hier ist keiner. Okay. Dann sind die oben wahrscheinlich. Oben in der grünen Tür. Okay, aber hier unten läuft einer rum. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das kann doch nicht sein, dass sie uns hier ständig entwischen. Eine Bombe haben wir auch noch nicht, ey. Das ist doch wieder verflixt, oder? Mhm. Ich höre auch nichts piepen, ne? Nee. Ist echt krass, ey. Ich geh jetzt mal in den Raum da vorne. Geh mal da reingucken. Ich schau mal hier. Pieke so ein bisschen hier rum und gucke, ob jemand im Gang ist. Da hielt auf jeden Fall eine Leiche. Ich höre Schüsse. Erschossen. Ja, ich hab ihn erschossen. War ein Geiselnehmer. Okay. Sehr gut. Hat uns nicht gehört, weil wir. Sehr warte gut. Mal. Weil wir geschlichen sind. Nee, wir müssen noch. Wir haben noch nicht. Wie viel haben wir? Das kann ich dir nicht sagen, aber wir sind noch nicht fertig. Okay, dann gehen wir jetzt oben in die grüne Tür, oder? Ja. Würde ich sagen. Ich würde weiterhin schleichen, obwohl ich kann mir vorstellen, dass die Bomben gleich wieder hochgehen. Ja. Das ist wirklich. Weil das sind das Zeitbomben oder sind das Bomben, die zünden? Zeitbomben. Zeitbomben, ne? Steht da eine Zeit drauf eigentlich, wenn man die entschärft? Nein. Das sind tolle Zeitbomben. Mhm. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann hier. Einmal grüne Tür, ich sichere den hinten ab. Ja. Du gehst langsam, ne? Ja. Nichts natürlich. Alter, kann doch nicht sein. Aber ich höre was. Also. Dann gehen wir rein. Ja. Ja, rechts, ja. Rechts, oder? Ja, rechts unten, ja. Ich höre, hier ist eine Bombe. Hier muss eine Bombe sein. Und zwar. Mich auch. Hab's nicht gesehen. Ach, da. Alles klar. Boah, die waren zusammen. Es waren zwei? Ja. Na dann schnell die Bombe entschärfen. Bomb-Timer is approaching zero. Ich weiß aber nicht, ob wir noch welche haben. Das ist ja bestimmt noch welche, oder? Warte. Nein. Keine mehr? Du hast es geschafft. Bomben entschärfen. Krass. Na dann. Aber ja, die werde ich niemals pünktlich finden. Schaffst du. Rechts von dir. Genau. Aber es ist doch nur, ich muss doch noch eine, muss noch zwei. Der hat mir gerade gesagt, Bomb Timer approaching zero. Heißt approaching, was er jetzt. Ah, oh, hörst du es? Nee. Es wird schneller. Ah, ja. Ah, hier steht, geschätzte verbleibende Zeit 1 Minute. Du hast 1 Minute Zeit, um die zweite noch zu finden. Puh, werde ich niemals schaffen. Nimm mal die Waffe runter. Da hinten war noch eine, genau. Da in den Raum rein. Hier? Ja. Tatsache. Oh ja! Oh, verdammt, schade. Alter, ich dreh durch, ey. Oh Mann, ey. Ja gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Ich denke mal, wir werden noch ein paar Runden drehen, aber die Aufnahme, denke ich mal, machen wir mal hier zu. Ready or not, Freunde, richtig geiles Game. Wenn ihr da das Ding etwas günstiger haben wollt, kommt zu uns in den Discord. Wir haben da einen Code, den kann ich euch dann geben. Und den will ich jetzt nur nicht hier bei YouTube reinballern, ne? Denn das ist schon irgendwie ein Code, der uns auch gegeben wurde. Und wenn ihr das Spiel dann haben wollt, dann kommt her und dann bekommt ihr das selbstverständlich und macht richtig, richtig Bock. Also, bis dahin, macht's gut.
Schüssikowski. Und danke dir, Chris. Nicht dafür. Ciao, ciao. Tschüssi.